Das ist bei unserem ersten Gast ein bisschen anders. Er hasst Weihnachten und er hat ein Buch darüber geschrieben, weil damit kann man ja Traumata am besten verarbeiten. Und heute rechnet er ab mit uns gemeinsam, Jürgen von der Lippe. Na, das ist so nicht richtig. Nicht richtig. Nein. Okay. Dann sag doch jetzt mal, wie es so dann doch richtig ist. Ich bin natürlich dankbar dafür, dass der Weltuntergang angekündigt ist für den 21. Da habe ich meiner Frau schon mal nichts gekauft. Und wenn es denn doch nicht dazu kommt, kann ich noch sagen, Schatz, bist du noch nicht froh, dass du mich noch hast. Ja, und überhaupt, da ist man ja so glücklich, dass die Welt nicht untergegangen ist. Da geht ja sowieso, ich meine, der Rest verschwindet ja im Chaos dann. Also vor lauter Freudentaumel. Das wird doch toll. Ja. Also das heißt, du hoffst insgeheim... Ja. Ich glaube, die Gäste sind gegen uns, Barbara. Nein. Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Es lief doch. Es lief doch gut eigentlich alles bei dir, ne? Am Anfang. Du warst, nicht beruflich, sondern du warst Messdiener. Also es ging ja eigentlich super los. Du warst auf einem guten Weg. Und was ist dann passiert, dass es dich sozusagen ein bisschen abgebracht hat? Ich würde das nicht als guten Weg bezeichnen, wenn man mit der Faust der Kirche ums Skrotum pubertiert. Schön. Ja. Ja, und medizinisch auch ein bisschen. Ja. Denn wir wissen mit Woody Allen, dass es der Mann auf dem Höhepunkt seiner Zeugungskraft mit etwa 16 ist. Ach, und? Und da habe ich noch 5 weitere Jahre mich noch im Glauben verharrt. Okay. Und in der Fügsamkeit. Ja. Und in der Entsagung. Mhm. Und das... Er will sagen, er hat Zeit verschwendet. Du hast deine besten Jahre der Kirche geschenkt. Ja, und ich bin auch nachtragend. Hast du denn keine Angst, dass die Kirche auch nachtragend ist, wenn du jetzt sozusagen dich da so abgewendet hast? Nee, das war ja, die Kirche ist immer, ich weiß, ich habe mal den Film gemacht, wo ich 3 Rollen gespielt habe, einen Priester, einen Puffbesitzer und einen Legionär, und dann haben wir auch in Münster gedreht und da gab es eine Schlagzeile: von der Lippe, von Kirchenhass zerfressen. Sehr schön. Aber ich dachte, es geht dir weniger um die inhaltlichen Dinge des kirchlich-religiösen, sondern ich dachte, du hast einfach so einen Brass gegen dieses grundsätzliche, ich habe eine rote Nase auf, Nein, ich habe einen roten Mantel an und es geht nur um Konsum, Konsum, Konsum. Was man als Kind natürlich schön fand, ich war auch ein sehr naives Kind. Ich bin ja, das hieß bei uns Christkind, das Christkind suchen. Mhm. Also der Elternteil, der nicht mit Schmücken und Geschenke arrangieren befasst war, das war mein Vater, ging mit mir das Christkind suchen. Wo habt ihr es denn gesucht? Ja, um die Ecke. Mhm, ja, und... Nein, nicht in der Kneipe, es war einfach, aber es fiel mir als Kind nicht auf. Also beim dritten Mal würde ein pfiffiges Kind heute denken, was soll die Verarsche, ne? Christkind suchen. Nein, ich so, ja, Christkind suchen, hab vielleicht doch auch gesehen. Und dann kamst du nach Hause durchgefroren, dann klingelte das Glöckchen und dann konntest du rein zu bescheren. War ja auch toll, jedes Jahr ein Karl-May-Buch, ein Prinz-Eisenherz-Buch mit den schönen Zeichnungen von Hal Foster und eine Figur für den Indianer, ne? Und ein batteriebetriebenes Lagerfeuer, das kennst du ja. Das kennen wir auch. Ja. Das war toll, aber ich war ja dann, meine Eltern waren ja auch überhaupt nicht religiös, ich wollte ja noch in die Christmette. Mhm. Also das stimmte alles hinten und vorne nicht. Und als dann diese Idee aufkam, ein Weihnachtsbuch zu machen, jetzt im hohen Alter, in dem man sich ein bisschen abarbeiten kann, es ist auch nicht so wild. Es ist einfach ein Buch für Menschen, denen Weihnachten am Arsch vorbeigeht. Und es ist insofern ein ideales Geschenk, als wenn man Menschen dazu bringen möchte, einen das ganze nächste Jahr nicht zu treffen. Ja. Dann ist das auch das richtige Geschenk. Ich darf mal gleich auf den Titel eingehen. Also es heißt: Kerzilein kann Weihnachtssünde sein. Sehr, sehr schön. Hebt ab auf einen bekannten Titel in der volkstümlichen Musik. Kerzilein, du musst nicht traurig sein. Habe ich sofort verstanden. Ich bin mit den beiden mal geflogen und dann passierte etwas, was ich nicht kannte. Dann haben die eine Gurtverlängerung bestellt. Finde ich jetzt überhaupt nichts Schlimmes. Nee, überhaupt nicht. Das ist ja auch nicht schlimm. Ich sehe aber, Barbara, entschuldige, bevor du... Dann ordnest du, bist du eigentlich jetzt ein bisschen bedrückt, dass Jürgen
so sehr das Weihnachtsfest in den Schmutz zieht. Gar nicht. Ich kann ihn, ich finde das völlig, ich finde das einfach lustig. Also ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ja, doch schön. Ja, wie muss man sich jetzt deinen Heiligen Abend vorstellen, Jürgen? Dieses Jahr haben wir ein befreundetes Damenpaar eingeladen und wer denn... Gibt es wieder Kegelclub-mäßig? Ja, ja. Nein, ich werde kochen und dann werden wir spielen. Wir machen einen Spieleabend. Brettspiele? Nein, wahrscheinlich... Sexspiele? Wahrscheinlich. Ich komme nicht weg von der Gruppe. Ich finde auch, kann man fragen, weil sich ja, ich auch in diesem das ist Buch von Jürgen von der Lippe kommt auch ich so ein bisschen wie seine Gangster-Rap-Phase vor. Ich rufe euch an und erzähle, wie es war. Okay, sehr gut, schon. Und was wird gekocht? Ich beginne mit einer Rotkohlsuppe, die ich in Bremerhaven, wie heißt das, wie heißt der Stadtteil, ich kenne mich jetzt in Bremerhaven nicht so gut aus. In der Banter-Ruine. Ja. Der steht einer vor, der sich mir vorgestellt hat als MAD-Chef, ehemaliger. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, ist egal. Die Rotkohlsuppe war fantastisch. Der Trick dabei ist, sie ist mit Glühwein bereitet. Und danach gibt es ein Zitronenhuhn mit einer Variation von Spaghetti, Aglio, Olio, con Peperoncino aus dem Rossini in München. Ich krieg total Hunger. Der hat nämlich Radicchio, geschmorten Radicchio und parallel gebratene Champignons dazu. Dann mache ich einen Fruchtsalat mit Melone, Tomate, Zwiebel und einem gefinkelten, fruchtigen Dressing. Und dann ist Silvester. Und als Nachspeise. Als Nachspeise mache ich eine leichte... Was ist gefinkelt, Jürgen? Was ist gefinkelt? Gefinkelt ist raffiniert. Raffiniert. Ach so. Eine Nachspeise, eine leichte Nachspeise, ein schönes Eis mit einer Sabayone. Okay, also da würde ich sagen... guten Appetit. Guten Appetit, ja. Das klingt grandios. Also es wird natürlich gesungen. Natürlich wird gesungen. Ja, es wird gesungen. Und es wird gesungen und vorher wirst du noch das ein oder andere Gedicht rezitieren und dann... Nein, gar nicht, aber je nachdem, wie mir ist, werden meine Frau und ich zweistimmig Blockflöte spielen. Also jetzt bin ich wirklich unglücklich, dass ich bei euch nicht eingeladen bin. Ja, aber da muss man Weihnachten schon hassen. Also zweistimmig Blockflöte, das ist ja Guantanamo. Treffen. Also, bist du deppert. Wir wünschen trotzdem viel Spaß am Weihnachtsabend. Jürgen von der Lippe.